Stacks. Wenigstens ein vernünftiges Passwort. Darauf kommt so schnell keiner. Hier. Da klingelt ein Telefon, glaube ich. Zugriff gewährt. Das läuft ja schon zu gut. Leute, Moment bitte, ich mache ganz kurz Pause. Okay, entschuldigt Unterbrechung, Leute, da sind wir wieder. Ich musste ganz kurz etwas Hunde vor die Tür lassen. So, was haben wir denn hier? Forumbeitrag löschen. Beitrag Cyber Olympioniken löschen. Augmentiertes Flittchen bezeichnet wird. Heftig. Nancy Nesholt. Ach, dieses Vokabular-Dingsbums. Na gut, das hatten wir schon. War ich da schon? Den hatte ich schon, oder? Das war nur die andere Seite. Ja, Bell Tower Link. Die Pause hat gerade ein wenig länger gedauert als normal übrig. Also ich war gerade wenigstens 5 Minuten AFK. Und jetzt muss ich ganz kurz meine Orientierung wiederfinden. Verdammt. War ich in der Reihe hier schon? Ich glaube, das war der erste, den ich genommen hatte, oder? Ja. Dann muss ich jetzt auf die andere Seite. Falls es überhaupt eine andere Seite gibt. Da ist ja noch was drin. 40 Credits, gut. So, hier ist keiner mehr. Und das wäre dann der letzte, den ich noch benutzen könnte auf der Seite. Ne, gut. Entschuldigt. So. Wo muss ich hin? Dahin. Irgendwelche komischen Schubladen auf dem Weg dahin? Ja, auf jeden Fall. Noch mehr Credits. Sag mal, respawn die oder bin ich die ganze Zeit blind daran vorbeigelaufen? Die Tür ist zu. Soll ich jetzt wieder nach... Ne, Moment, hier ist was. Da ist ein Fenster, also muss ich da rein können. Ja, genau da will ich wohl hin. So, hier rein erstmal. Die hatten es wohl ziemlich eilig, Pritchard. Hier ist niemand mehr. Weil jemand Feueralarm ausgelöst hat, um ihn dann wieder abzuschalten. Sie sollten Miss Kassan möglichst schnell finden und sich dann absetzen. Feueralarm? Die brauchen wirklich für Feueralarm, senden die noch E-Mails rum? Ey, Kollege, komm, wir müssen raus. Die haben Feueralarm ausgelöst. Merken die das nicht? Ich würde mich beim Feueralarm nicht mehr hinsetzen und auch eine E-Mail darüber schreiben zu irgendjemandem. Ist doch Quatsch. Naja, die spielen ja auch Modernisierung 9. Also, was soll ich da erwarten? Zugriff gewährt. No problemo, Señorita. Jack Mosher, Sicherheitsvorschriften. Stelle Sicherheits-Evakuierungsvorschriften erinnern. Fall Notsituation werden sämtliche Sicherheitstüren abhängig von der aktuellen Sicherheitslage aktiviert. Erhöhung Sicherheit. Bitte lesen Sie dafür Abschnitte 517 bis 73 des Personalhandbuches. Meine Güte. Hallihallo. Nächsten Monat steigt 2-mal jährlich stellende Mitarbeitertag. Das klingt ja sehr interessant. Pub, Obergeschoss, Atmosphäre wollen, Alkohol, letzteres ist übrigens frei. Super. Das haben wir nötig als E-Mail. Zeitung. Ah, guck mal, da oben haben wir ja was. Ein Lüftungsschacht. Das ist doch mal wieder was für mich. Rechts geht's schon raus. Hier geht's aber auch nach oben weiter. Wo geht's denn hier hin? Verdammt weit geht's schon mal irgendwo hin. Im Kreis. Was ist denn hier kaputt, ey? Okay. Aus wie eine zweite Halle. Aber nee. Erstmal gehen wir zurück und machen so weiter, wie es vorgesehen ist. Nachher verpasse ich noch irgendwas. Noch irgendwelche komischen Praxiskits, die in Schubladen aufbewahrt werden. Ich meine, hey, ich beschwere mich nicht. So, Kaffeemaschine, Schreibtisch, mehr ausgekippter Kaffee. Man könnte meinen, die Entwickler hätten wirklich nur diesen einen Kaffeefleck programmiert. Die sehen alle gleich aus wahrscheinlich und hatten nicht genug Texturen, um damit die Tische zu bedecken. Haben einfach immer wieder dasselbe Teil dahin gelegt. Ein bisschen albern. Cafeteria-Massaker. Experiment Kühlschrank 5 verantwortlich. Wisst schon, Experiment Roast Beef.
in ein empfindungsfähiges Wesen verwandelt wird, das nur den Imperativ von Hirn und Töten kennt. What? Schöpfe Abscheulichkeit bitte ein halbautomatisches Gewehr, wir sollen selbige abknallen. Ernsthaft, machen Sie gefälligst den Kühlschrank sauber, das ist widerlich. Das ist eine coole Mail, um sowas zu sagen. Hallo Robert, Tom, Panchaya-Geschichte geschickt, letzten Wochen besprochen haben. Ansatz könnte funktionieren. Keine Zweifel, genau wie du, muss zugeben, dass er mich überzeugt hat. Offizielle Position, Pikes untermauern, Sponsoren, sollte die Klicks freuen. Okay. Aber ansonsten ist hier nichts mehr. Gut. Wir müssen eh in den Raum anscheinend. Moment, wo sind wir denn jetzt gelandet? Das ist die große Halle. Achso, jetzt sind wir nur einmal da durchgegangen und können nach oben praktisch auf derselben Etage. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Dann gehen wir erstmal hier rein. Oh, das ist aber gut beleuchtet. Sieht wieder ziemlich stylisch aus, finde ich. Obwohl die Schattendetails... Na, sieht ein bisschen schwammig aus. Vielleicht ist es ja so gewollt. Überall liegt die Zeitung rum. Mehr Credits. Da ist noch eine Schublade mit... Nix, toll. Ich wollte gerade sagen mehr Credits, aber das wäre ja falsch gewesen. Thomas Minton, oder Thomas ist ja auch mein Name. Thomas Minton, hey Dark, Diskussion, Panchaya-Bericht hatten wir schon, ne? Nicht ganz dieselbe Mail allerdings. Verbundene Risiken, Ding ist riesig, Leute interessieren sich dafür, Augmentierung, positives Lichtrücken. Freundin hier, Montreal, ich glaube du hast die Buch gelesen, 10.000 Stunden, richtig? Gewollt, Wortgewicht wäre bereit, Kommentar zur Thematik abzugeben. In ihren Augen spricht Tatsache, ob dies gebaut wurde, anders realisierbar gewesen wäre, macht Augmentierung, liefert gleichzeitig einen triftigen Grund zur strikten Regulierung. Bla bla bla, Quoten, Ganze ziemlich heikel. Aha, aha, aha. Und der Web Awards haben wir ja schon wieder. Hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon. Ey, geh auf. Meine Güte. Türen der Zukunft sind schwer zu bedienen. Die E-Taste finde ich manchmal auch nicht. Dieser Tagger, überall hängen diese scheiß Bilder. Soll das Motivation sein? Also ich fühle mich nicht motiviert, wenn ich seine Fresse sehe, ganz ehrlich. Das ist schon motivierender. Ein ganz bisschen. Pikes TV, hierfür arbeiten Sie. Wir bezahlen Ihre Brötchen. Geht wieder in die Arbeit. Und der nächste PC. Viel zu lesen heute. Hey Jenny, MDM möchte Eliza einen Blazer aus ihrer neuen Herbstkollektion trägt. Kam zufällig ihre Maße. Würde ja schätzen, noch nie Natura gesehen. Kein Problem, wenn sie es nicht kennen. Ich frage Sanjev. Statusbericht. Semester Pikes Website-Projekte, Suchmaschinen, Social Network, Unterhaltung, Telemark, oh mein Gott, ist das viel. Wir expandieren weiter. Deshalb möchte ich Ihnen noch etwas Klischeehaftes sagen. Danke für die gute Zusammenarbeit. Ah, eine Dankesmail. Wahrscheinlich eine total generische, die ich hier noch mehrfach finden will, würde in dem Bereich hier. Ich müsste nur lang genug suchen. War ich hier nicht schon? Doch, da. Warum ist die Tür? Habe ich die eben Tür im Zug gemacht? Ups. Ich dachte, ich hätte sie offen gelassen. Normalerweise lasse ich Türen ja offen, damit ich mich daran orientieren kann, wo ich schon war und wo nicht. Hallo, Adam. Hat Saus über mein Kommen informiert, Miss Kassan? Bitte, nennen Sie mich Eliza. Sao Yun-Ru hat mir nichts gesagt. Sie weiß nicht, dass Sie diese Verbindung aufgedeckt haben. Woher wissen Sie es dann? Ich beobachte Sie schon seit einiger Zeit. Seit vor 6 Monaten der Befehl reinkam, die Satellitenaktivitäten über Detroit und Umgebung kurzzeitig zu unterbrechen. Die Nacht, in der Megans Team entführt wurde. Sie haben ihre GPLs gestört. Jeder sollte glauben, sie wären tot. Ja. Obwohl ich diese Schlussfolgerung erst später gezogen habe, ich fand diese Erkenntnis beunruhigend. Ich wünschte, wir könnten länger darüber sprechen, aber ich habe sie wohl auf sie aufmerksam gemacht. Wenn sie jetzt gehen, entkommen sie vielleicht. Oh, ich gehe gleich. Aber sie werden mich begleiten. Hologramm. Es tut mir leid, Adam. Wirklich. Perfektes Hologramm. Jensen, raus da! Sofort! Sagen Sie mir, dass Sie das gesehen haben, Pritchard. Später!
Jetzt orte ich mehrere Funksignale, die sich auf ihre Position zubewegen. Das ist eine Falle! Das war doch klar. Aber ich gehe nicht ohne Eliza Kassan. Finden Sie sie, während ich einen Weg nach unten suche. Scheiße. Oh, gute Idee. Ich will hier rauf rein. Oh mein Gott. Das war Glück. Ausnahmsweise hat Pritchard mal Nutzen, das freut mich. Das war klar, ey. Es kann einfach nicht gut gehen. Das gesamte Gebäude steht leer und ich und die Tusse sollen die einzigen sein, die hier drin sind, ist klar. Tausendprozentig, dass das ein Hologramm war. Das war schon im Vorfeld, hätte das mir klar sein müssen, ey. Fuck. 404 ist sauber, aber er kann nicht weit sein. Seid ihr da nicht so sicher? Er kann es gut. Wenn er hier irgendwo ist, muss er sich vor Angst in die Hosen machen. Man garantiert nicht so viel Feuerkraft erwartet. Ja. Warte, bis ich die kleine Schlange in die Finger kriege. Dann merkt er schon, dass er jetzt mit den großen Jungs spielt. Oder mit den großen Mädchen. Denn sie. Große Klappe, Jungs, große Klappe. Mal gucken, drei Wachen vor der Tür. Ah, da steht er. Okay. Habt ihr ihn? Nein, sucht weiter. Ah, diese Sichtfeldaugmentierung ist doch gar nicht so unpraktisch, wenn ich das richtig sehe. Auf den oberen Laufsteg und Scharfschützenposition einnehmen. Er muss hier irgendwo rumkriechen. Verschaffen Sie sich ein besseres Sichtfeld. Ja, Sir. Sie. Sichern Sie den Ausgang da drüben. Sofort, Sir. Ah, toll. Ich bin hier verdammt eingeengt. Sie haben zwar nicht so ultra viele Wachen, aber wenig sind's nicht gerade. Schnell weiter, bevor der Kerl mich noch sieht. Ich dachte, die Sichtfeldaugmentierung wäre so praktisch, aber wisst ihr was? Die macht mich nur nervöser, weil ich jetzt genau weiß, wo die Kerle mich sehen werden und wo nicht. Ach du Scheiße, sind das viele. Ach du heilige Kanone. Ich muss irgendwelche davon ausschalten. Ich habe keine große Wahl, ich meine, sonst kesseln die mich irgendwann ein, der Kerl, der... Naja, sieht gut aus. Der Kerl, der da vorne jetzt gerade läuft, der wird garantiert auf mich zukommen und mich vielleicht entdecken, wenn ich zu blöd spiele. Immer erstmal wieder ein Quicksave. Vielleicht schaffe ich es ja, ihn im Nahkampf auszunocken, wenn ich schnell genug bin. So, letzter Quicksave und jetzt... Knock ich dich weg. Sehr gut, keiner gesehen. Hier ist kein Schwein. Dann ziehen wir dich hier mal rein, Kollege. Komm. So, wo ist die nächste freie Stelle? Kein Platz? Standardgewehr? Habe ich so wenig Platz frei? Ach ja, das Thema hatten wir schon. Ich würde gerne nachladen, aber so geht das leider nicht. Moment, das Gewehr hat garantiert Munition. Das machen wir anders. Wir legen das ab und nehmen das mit. Da ist doch garantiert wenigstens ein paar Schuss Munition drin, oder? Ja, zumindest zeigt mein Inventar mir das an. Kann ich dich hier liegen lassen? Ah, wenn ich der Karte richtig deute, ist die nächste Woche gerade auf dem Weg hier zu mir, oder? Ja, da ist er. Ich will ihn wieder von hinten ausnocken. Nicht, dass wieder ein Alarm ausgelöst wird, nur weil ich eine Millisekunde vor ihm stehe. Und er dadurch dann aufmerksam wird auf mich. Ja, dreh dich weg, komm. Ich komme hier schon raus, darauf könnt ihr euch verlassen. Es ist nur eine Frage des Wie. Komm zurück, komm. Okay. Ich warte, bis er wieder da ist. Es ist einfach sicherer. Wenn er um die Ecke kommt, macht's Rums von hinten und dann macht's gute Nacht. Verpiss dich, Junge. Ich komm nicht raus.